Glückwunsch. Tom, Glückwunsch. Holzer. Der Holzer stellt sich. Ja, wir dachten, Mensch, jetzt laufen schon alle vorbei. Nach so einem 4:2 kann man aber auch euphorischer mal gucken. Bist nicht zufrieden? Nee, überhaupt nicht. Was, ehrlich nicht? Nee, gar nicht. Gefällt mir nicht. Jetzt muss ich. Warum das nicht? Also wir sind sehr zufrieden, weil das Spiel nach vorne hin zumindest sehr gut war und wir 4 Tore geschossen haben. Jetzt muss ich nur gucken, ob du mich verballernst oder ob du wirklich nicht zufrieden bist. Nee, ich finde das scheiße. Gerade deine Fragestellung, die geht uns allen auf den Sack. Es kann nicht sein, dass du immer nach dem Spiel hier stehst und uns irgendwelche Scheißfragen stellst. Das interessiert uns alles überhaupt nicht. Das ist total doof. Wir haben heute ein Spiel gewonnen, gut ist. Okay. Fertig. Alles klar, danke. Hat er mich entweder gekriegt, das weiß ich nicht, bisher hatte ich gar nichts. Oder entweder hat er mich jetzt wirklich gekriegt, aber er war wirklich zu ernst dabei. Wie war noch deine erste Frage? Ja. ja, wo ist Christoph? Hätte ich also nicht gedacht. Ja, brauchst du nicht auf mich filmen. Tja, ein gutes Standing, ja. Ab wann stellt ihr das rauf? Ich weiß nicht. Nee, dann werde ich es nicht mehr machen. Wenn es wirklich ernst gemeint ist, dann war es das für mich jetzt. Also muss ich ja dann. Denn ich will ja keinem auf den Sack gehen. Ich dachte, das ist gut für ihn, aber habe ich nicht gedacht. Spaß beiseite. Du A- Das Gesicht wollte ich gerne mal sehen. Das hast du gut gemacht. Oh, du bist ein. So, jetzt kannst du machen. Ich bin jetzt für dich bereit. Der kann sich voll loben. Ich hoffe, das ist aufgezeichnet alles. Ja, ich nehme das mal schön auf. Schönen Gruß an Lorenz. Armin, ich wusste es. Du wusstest das? Oh, ihr seid so mies. Ich hab eben gesagt, ja, das war dann das letzte Mal. Ich möchte ja keinem auch. Oh, du bist so ein. Entschuldigung. Das war das Schwerste für mich, keine Miene zu verziehen. Also wirklich. Ich muss echt. So, ganz gerne. Also ich bin total begeistert. Ich bin total happy, dass wir heute 4 Tore geschossen haben. Zwar haben wir leider wieder 2 kassiert, aber wir haben ein Spiel gewonnen zu Hause und wir haben auch überzeugend gespielt. Und das war. Ich hab dich lieb, Arvid. Das war alles gut. Also ich bin absolut hochzufrieden. Großes Lob an die Mannschaft. Alles toll. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die Punkte vergeuden. Aber. Ja, vergolden, nicht vergeuden. Entschuldigung, vergolden soll das nicht heißen. Vergolden. So. Ich danke dir. Du kriegst auf jeden Fall eine Revanche, das sage ich dir schon. Das glaube ich. Und jetzt holen wir im Auswärtsspiel 3 Punkte. Danke. Alles klar. Ich bin so ein bisschen neben der Spur verlaufen. Ich bin so etwas nicht mehr so dynamisch. Moment, da hast du überhaupt geschluckt, denn? Ja, ich muss ja. Ja, guck mal, es gucken alle Leute zu. Es kommt was sehr überzeugend rüberkommt. Ich muss irgendwie versuchen, die Fassung zu wahren und das natürlich zu versuchen. Weißt du, ich habe dann so drumherum, naja, man kann und so, aber er war dann zu. Sack. Du bist noch nicht 18, ich darf dich noch nicht interviewen. Ich darf euch noch nicht interviewen, ihr seid noch nicht 18.